In der dritten Runde gastiert der SV Horn bei Titelfavoriten SKU Amstetten. Die Amstettener, die starteten gut in die Saison. Im ÖFB Cup haben sie den Tabellenführer aus der ersten Liga Wiener Neustadt mit 1:0 daheim besiegt und auch in der Regionalliga, da läuft ein Sieg und ein Unentschieden. Der SV Horn reist mit einem Punktemaximum an, 2 Siege in 2 Spielen geholt und auch im Cup ist man weiter. Amstetten beginnt das Spiel gleich mit einer Gelegenheit durch Schibani. Der Torhüter Grell überläuft, aber den Ball dann vor der Outlinie nicht mehr erreichen kann. 1200 Besucher im Erdl-Glas-Stadion sehen dann aber, dass der SV Horn besser ins Spiel kommt und auch einige Möglichkeiten in der Offensive vorweisen kann, wie zum Beispiel hier mal ein Schuss von Kapitän Miroslav Milosevic. Große Chancen sind das gesamte Spiel über eigentlich Mangelware. Die Besten aus der ersten Halbzeit hier zusammengefasst. Ein Eckball der Amstettner, der aber ebenso nichts einbringt wie diese Schussflanke von Lachmeier. Auf beiden Seiten fehlen die großen Highlights in Halbzeit 1. Man neutralisiert sich im Mittelfeld. Horn kommt zu Weitschüssen, wie gesehen durch Milosevic. Und ein weiterer Schuss von Paukner wurde abgeblockt, aber nichts Großartiges. Los in Amstetten, rein in die Halbzeit 2. Herr Carsten Janker möchte mehr sehen und auch Amstetten-Coach Robert Weinstapel ist das noch zu wenig. Und die Möglichkeiten, die werden dann auch wirklich konkreter. Milosevic nimmt sich wieder einmal ein Herz aus der Distanz und probiert mit einem Weitschuss. Verzieht den Schuss aber knapp über die Querlatte. Nächste Möglichkeit für die Waldviertler nach einem Out-Einwurf. Marcel Todt probiert es knapp außerhalb des Strafraums. Der Hüter Affengruber ist aber zur Stelle. Und auch die Mostviertler werden stärker und zeigen bessere Aktionen. Hier der eingewechselte Florian Uhlig mit der besten Chance im Spiel. Scheitert aber auch am Horner Torhüter Stefan Grell. Gegen Ende des Spiels dann noch zweimal richtig gute Möglichkeiten. Zuerst die Hausherren Amstetten. Flanke von Matthias Wurm und Kopfball von Fabian Rülling. Aber auch das zu wenig, um einen Torerfolg zu feiern. Und dann auch noch der SV Horn ganz zum Schluss vor Ende des Spiels. Dominik Wolf, der eingewechselte Youngster des SV Horn, nimmt sich ein Herz und auch da hat nicht viel gefehlt. In Summe ein leistungsgerechtes 0:0 Unentschieden im Erdl-Glas-Stadion. Mit der Leistung des SV Horn kann Trainer Carsten Janker zufrieden sein. Nach 3 Spieltagen steht man ganz weit oben in der Tabelle mit 7 Punkten. Ich glaube, es ist genauso gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Wir haben sehr viel umgesetzt von dem, was wir besprochen haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir ein Riesenspiel gemacht, ein Riesenauswärtsspiel. Haben den letzten Ball nicht konsequent gespielt, haben aber genug Möglichkeiten. Aber mit dem X können wir auswärts leben, ist ein Aufstiegskandidat. Na, zu Hause im eigenen Stadion wollen wir immer gewinnen. Und deshalb können wir jetzt einmal unmittelbar nach dem Spiel mit den Punkten nicht zufrieden sein.